Bis jetzt läuft aber alles. Oh Gott sei Dank, das Bett ist auch da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Dann geht's hoch beim Weitesten. Bevor wir haben mehr als genug Zeit. Wir haben mehr als genug Zeit, um voranzukommen. Ist denn schon jemand online, den ich kenne? Ja, einer. Einer. So, wir sind übrigens das Zweihorn. Was sich manche Leute bei dieser Rüstung gedacht haben, ich weiß es nicht. Also sie ist echt schick, aber ich weiß nicht, was sie sich mit dem Horn gedacht haben. Weder an der Seite noch auf der Stirn. Das ist irgendwie, naja. Gewöhnungsbedürftig. Gut. Wir sollten aber einmal hier hin. Ach du Scheiße, 1200. Also, und wie immer geht auch eine Spoilerwarnung raus für all die, die Endwalker noch selber spielen wollen. Wir sind, ich würde jetzt einfach mal sagen, über die Hälfte gehen, gut, noch nicht Richtung, nicht direkt auf Richtung Ende zu. Aber wir sind schon in der hinteren Hälfte des Spiels, also wer sich nicht spoilern lassen möchte, sei gewarnt. Hier gibt es definitiv Spoiler. Sorry, technisch. Es ist nicht so, dass wir jetzt einfach nur Indies laufen. Wir werden heute auch noch Indies laufen, zumindest werde ich mit meinem Reaper Indies laufen. Nachher, zum ein, zwei Stück. Ja. Aber so wird's halt heute einfach nur wieder Story. Einmal für euch wieder lauter. Damit ihr auch was hört. Da muss ich hin. Wird auf jeden Fall wieder lustig, denke ich. Storytechnisch könnte jetzt wahrscheinlich einiges passieren. Ich glaube, wir nähern uns auch dem Ende dieses Gebiets, weil wir haben jetzt alle Windätherquellen, also alles bereit, um fliegen zu können. Außer die letzte, die man aber durch die Story kriegt. Also ich vermute einfach mal, dass es jetzt mit dem Gebiet hier auch so langsam Richtung Ende geht. Was ich auf der einen Seite sehr schade finde, weil ich es echt cool auch schön finde. Gut, finde ich nicht unbedingt bei Regen. Oder bei Regenwolken, aber. Okay. Es kann immer mal wieder vorkommen, dass ich gähne. Wie gesagt, die Nacht war anstrengend. Also ich habe mich die Nacht tatsächlich gefühlt wie eine Mutter, die sich die ganze Zeit um ihr Neugeborenes kümmern muss. Nur, dass meine Neugeborenen pelzig sind. Und schon länger auf der Welt, weil. So. Also gut genug mit dem. Also gut, genug mit dem konventionellen und langwierigen Ermittlungsmethoden. Jetzt wird der Äther befragt. Aha. Ja, es ist im angrenzenden Bezirk. Und Meteon ist auch bei ihm. Hermes scheint in Mysopsis Eurus gerade mit einer Beobachtung beschäftigt zu sein. Wenn wir uns beeilen, erwischen wir ihn und Meteon, vermutlich. Der Transporter nach Mysopsis Eurus befindet sich direkt hier am Fuße des Hügels. Also, worauf warten wir? Nicht wundern, bei diesen Wörtern stocke ich öfters mal. Das sind jetzt nicht gerade die leichtesten. Hatte ich richtig? Ja. Hallo, geliebter Teleport. Zugang nach Euros. Ja, lustig werden.
Hier wieder eine andere Insel. Mich wundert, dass man hier hinten keine Windätherquellen finden muss. Aber das ist die Insel, glaube ich, auf die ich die ganze Zeit wollte. Vermute ich. Hermes ist mit hier und ganz in der Nähe. Im Garten der 1000 Klauen, den man dort hinten sieht. Er dient der Beobachtung von Pflanzen. Dann macht ihn mal nützlich und ruft ihn zu uns, Familiar. Dir gegenüber sollte er die wenigsten Vorbehalte haben. Wenn er mich sieht, fängt er doch nur wieder an, wegen des Sitzes zu jammern. Besser, du lockst ihn her. Mag schon sein, allerdings. Naja. Eldari hat ja auch den Zweikampf mit Winner ohne größere Blessuren überstanden. Wird schon schief gehen. Oh Gott. Also, wir zählen auf dich. Sprich mit Hermes und pass auf, dass man dich unterwegs nicht zerfleischt. Das sind tolle Voraussichten. Das sind echt tolle Voraussichten. Ja, ne? Den Kampf hast du überstanden. Ja. Hm. Ja. Könnte sein, dass du zerfleischt wirst. Pass also auf dich auf. Ja, toll. Heute ist Tag des Pferdes, habe ich so das Gefühl. Das geht doch ganz. Das geht ganz gepflegt nach hinten los. Ey, wehe, das endet in einer Prüfung. Jetzt um diese Uhrzeit eine Prüfung machen, ne? Ich glaube, da schrei ich. Ach du Scheiße, was ist das? Hi. Ich hasse Viecher, die einfach so von mir auftauchen. Ich hasse es, wenn ich gezwungen werde zu kämpfen. Oh Gott, ja, alles Schreckliches, ne? Ja, nichts Schreckliches. Aber. Natürlich wurde ich erwischt. Oh Gott. Irgendwer hüpft da die ganze Zeit. Kenn die Person nicht. Die Person muss gute Laune haben, wenn sie die ganze Zeit am Hüpfen ist. Der hier war sogar der Übeltäter. Deine scheiß Mobbelfähigkeit, ne? Ja. Tschüss. Oh, hi. Ist schon das Einzige? Ich hoffe mal. Ich glaube, die Person sucht hier auch das, was ich suche. Zu spät. Oder? Nee, war rechtzeitig. Das ist nicht richtig. Eigentlich. Nein. Ach. Nee, das kann ich nicht umzulanden. Würde ich einfach behaupten. Ich habe auch einfach mal so keine Menschenseele. Außer dem Schokobo-Reiter da hinten. Was das gleich wieder hier im Kuchen aus. Es wäre schön, wenn ich jetzt einfach mal. Hi. Der weiß auch nicht, was er machen soll. Hi. Wir sehen uns heute früh immer wieder, hä? Das wird dauern.
eigentlich gar nicht, warum ich so einen Schaden nehme. Toll, von allen Viechern kriege ich das Ding. Ach komm. Da hinten. Gefunden! Hi. Da hier. Nanu, was machst du denn hier? Bist du ganz allein gekommen? Man möchte etwas Wichtiges mit mir bereden, das nichts mit dem Sitz des von Daniel zu tun hat? In Ordnung. Sobald ich meine Beobachtung abgeschlossen habe, komme ich zu euch. Sollte nicht allzu lange dauern. Wartet du bitte draußen bei den anderen. Hier drin ist es viel zu gefährlich. Juhu, ich hab Drachi. Ich lauf mal hier auf den Blumen rum, ne? Die Morbo-Kämpfer haben mir gereicht. Falle ich erstmal nicht runter. Wo seid ihr? Da vorne. Da hier. Wir haben ihn gefunden. Du hast also mit Hermes gesprochen und Bekanntschaft mit den Bewohnern des Gartens gemacht, wie es scheint. Jedenfalls riechst du danach. Danke. Nun, wie auch immer, eine wackere Leistung. Da kann ich das Meckern ja getrost meinem geschätzten Freund überlassen. Jetzt muss es nur noch uns gelingen, Hermes irgendwie zur Mitarbeit zu überreden. Zugegeben, deine Geschichte von Emmett Selch, wie er Amaurot auf dem Meeresgrund nachbaut, hat natürlich schon was. Aber wenn es mit so viel Leid verbunden ist, wie du erzählt hast, verzichte ich gerne darauf. Hoffentlich erfährst auch du etwas, das dir und deinen Freunden beim Kampf gegen die letzten Tage hilft. Ich glaube, das größere Problem besteht darin, dass dadurch, dass wir da jetzt was machen, dass es dadurch ausgelöst wurde. Aber wobei wir ja eigentlich in einer Zeit sind, in der es sowieso nichts geändert hätte. Ich weiß nicht, wie weit das diese Art von Zeitreise diesmal da reingreift. Also wenn man die Zeit reist, tut man ja genau das, was dazu führt, dass man das Erlebte erleben wird. Oh Gott, das ist kompliziert. Ich will es also vielleicht gar nicht wissen. Wir bleiben einfach hier. Dann erfahren wir es nicht. Weil Nostalgie aus dem Mai. Oh Gott, bitte nicht. Hoffentlich taucht Hermes hier bald auf. Sag das nicht. Mir schon Übles. Entschuldigt, dass ich euch warten ließ. Wie ich... Allerdings, es ist von allergrößter Wichtigkeit, sofern man diesem Gerede Glauben schenkt. Erzähl ihm bitte alles, was du uns erzählt hast. Wo du herkommst, was du hier willst und so weiter und so fort.
Die letzten Tage? Eine Katastrophe ungekannten Ausmaßes. Aber wie ist das möglich? Wir glauben, dass einige der geschilderten Phänomene auf das Dynamis zurückzuführen sind. Und du bist es, der sich am besten mit dieser Kraft auskennt. Ich möchte betonen, dass wir dir mitnichten böse Absichten unterstellen. Im Gegenteil. Wir sind hier, weil wir glauben, das Unheil mit deiner Hilfe noch aufhalten zu können. Zugegeben, die Geschichte klingt abenteuerlich. Und niemand würde dir Vorwürfe machen, wenn du sie für ein Hirngespinst hieltest. Aber mal angenommen, sie wäre wahr. Wie wäre deine Einschätzung der Situation? Du glaubst also auch, dass es stimmt. Ich halte es für plausibel, dass das Dynamis für die Katastrophen der letzten Tage verantwortlich ist. Bedeutend ist dabei jedoch, wie sich seine Wirkung manifestiert. Beim ersten Mal ist es noch die Schöpfungsmagie, die aus dem Ruder läuft. Doch in der Zukunft, so scheint es mir, gerät das Leben selbst aus den Fugen. Dieser Unterschied rührt vermutlich aus der abweichenden Ätherdichte in den Bewohnern der beiden Epochen. Wie ihr ja wisst, hat das Dynamis eine Affinität zu Stoffen mit geringer Ätherdichte. Wir, die Bewohner von Aetheris, tragen relativ viel Äther in uns. Deswegen hat das Dynamis nicht uns, sondern unsere Magie beeinflusst. Doch wenn die Welt in der Zukunft tatsächlich zersplittert ist, tragen ihre Bewohner nur noch einen Bruchteil unseres Äthers in sich. Deshalb sind sie anfälliger für das Dynamis. Und darin liegen vermutlich die Verwandlungen begründet. Es gibt allerdings eine Sache, die mich besonders beschäftigt. Spinnerei oder nicht, spuck es aus. Es ist die Tatsache, dass das Phänomen einzig von negativen Gefühlen wie Furcht und Hoffnungslosigkeit hervorgerufen wird. Die Kraft von Dynamis wird von Emotionen geleitet. Damit es Einfluss auf einen Empfänger haben kann, muss es einen Sender geben, der sich derselben Emotionen bedient. Ähneln sich die Gefühle auf beiden Seiten, dann erleichtert das die Übertragung. Dann werden die letzten Tage also nicht durch ein Nachlassen der Astralströme eingeleitet, sondern weil irgendjemand oder irgendetwas durch negative Gefühle das Dynamis in Schwingungen bringt und so den Verfall des Planeten in Gang setzt? Welcher Idiot könnte so etwas wollen? Irgendwelche Verdächtigen? Du hast gesagt, dass das Phänomen von solchen Orten ausgeht, an denen die Astralströme geschwächt wurden, nicht wahr? Nun, die Astralströme sind die äußerste Ätherschicht eines Planeten. Wenn der Einfluss des Dynamis von außerhalb unseres Gestirns herrührt, dann würde er zuerst die Astralströme angreifen. Hallo, hörst du mich? Hab keine Angst. Ich komme in Frieden. Ich will nur deine Stimme hören, deine Seele fühlen, deine Gedanken kennen. Können wir bitte Freunde werden? Meteon, was ist mit dir? Ich werde jetzt mein Selbst isolieren und mich mit dem Zentralbewusstsein verbinden. Beginn des Statusberichts. Es tut
glaube, wir haben das Problem gefunden. Meteon, ich bin hier. Ich habe so schreckliche Angst. Mhm, wir haben das Problem gefunden. Dieser Schmerz tut so weh. Yep. Oh. Alter. Nein. Bitte nicht. Das ist alles ein... Sie ist weg. Wie kann das sein? Yep. Sie hat sich dem Umgebungsäther angepasst. Ein Tarnmechanismus, den ich eingebaut habe. Er wird bei extremen Gefahren ausgelöst. Der Brustmahlzeit. Das ist beängstigend. Nicht einmal ich kann sie sehen. Bitte, bleib weg. Es ist nicht so, wie du denkst. Ich flehe dich an. Ja, das ist aber genau so. Was ist passiert? Sie spricht zu dir? In Gedanken? Wir haben ihre Stimme nur gehört, als sie verschwand. Das ergibt durchaus Sinn. Ihre telepathische Kommunikation beruht ebenfalls auf Dynamis. Zu dir konnte sie daher am leichtesten vordringen. Das sollten wir nutzen. Folge ihrer Stimme und finde sie. Und wir sollten es ebenfalls versuchen, wie klein die Chance auch ist. Teilt euch auf. Ja, ich glaub, es war halt einfach eher ein Unfall. Ein Unfall, der das ganze Ding ins Rollen gebracht hat. Vermute ich jetzt mal so. Ich hab's was befürchtet. Ich will nicht weiterspielen. Wollen wir die einfach für immer an dieser Stelle bleiben, ohne zu wissen, was passiert? Okay. Wir können also nicht hören. Gut. Weil ich hier auch so leicht was gibt's denn das hier am Boden? Nein. Da vorne. Ich sehe schon kommen, wie hier gleich alles rot wird. Auch nicht. Hui! Klumps. Ja. Okay, wir haben es ein bisschen Stimme. Ja, doch, die Kutsche will ich nicht. Gut. Ja, das ist okay. Ich habe eine grausame Dinge. Okay, hier nicht. Und ist auch noch was. Unten einfach hin. Nope.
Wenn ich gleich wieder hoch muss, dann schreie ich. Sieht aber ganz nach da. Ganz danach aus, dass ich hoch muss. Oder da ist auch noch was. Sonst habe ich jetzt nichts gesehen. Bitte sag, dass es richtig ist. Bitte? Ja. Die ist richtig. Die ist richtig. Also, das einmal wieder machen. Beginn des Berichts. Nein, lass das. Lass sie in Ruhe. Bitte, du darfst mir nicht folgen. Niemand von euch. Leons zittrige Stimme verhält. Sie scheint die Klippe hochzulaufen. Oh Gott. Mädel. Das macht's nicht besser. In keinster Weise. Macht die ganze Sache eigentlich nur komplizierter. Wie komme ich jetzt da auf diese Klippe rauf? Das beantwortet die Frage. Und das Suchen geht weiter. 3 Stunden sitzen wir wahrscheinlich immer noch hier und suchen sie. Ja. Laufen wir wieder als Dreihorn rum. Da ist auch noch was. Wird es aber wahrscheinlich auch nicht sein. Was? Vielleicht hätten wir den Unglückshasen einfach wegpacken sollen. Wieso passiert das? Wir sind doch aufgebrochen, um den Sinn des Lebens zu finden. Das darf nicht die Antwort sein. Niemals. 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 Südliche Richtung. Toll. Den unübersichtlichsten Vogel der Zeitgeschichte. Finde ich ja cool, aber nur wenn er selber fliegen kann. Bohnen ist also eher so semi zu gebrauchen. Ist ja eine große Flügel, wirkt das auch immer so träge, wie er fliegt. Glitzer, Glitzer, da ist Glitzer, Glitzer, Funkel. Ich aber mal nicht von ausgehe, dass es direkt das erste ist, was ich sehe. Nee, weil das war das zweite, was wir sehen. Vielleicht ist es ja auf Anhieb mal richtig. Nö, natürlich nicht. Da ist auch noch Glitzer, Glitzer. Sonst ist da hinten ja noch. Wenn hier jetzt auch nichts ist. Sieht aber schön aus hier. Okay. Richtig. Dies ist eine Botschaft an unsere daheim verbliebene Schwester, an Hermes und alle Bewohner von Eteris.
Wir haben das Sternenmeer auf unserer Suche nach intelligentem Leben durchquert. Ja, und wahrscheinlich habt ihr auch welches gefunden. Ja, und wir haben Antwort gefunden. Wir werden sie nun übermitteln. Ich will das nicht. Daher soll das ich hören. Mhm. Niemand soll das hören. Ja, so kann man außerirdisches Leben auch finden. Hast du sie gefunden? So in etwa. Wie kopflose Federvieh rennt sie umher. Wie soll man sie da zu packen kriegen? Wie beurteilst du die Lage, Hermes? Die Meteoren sind an ein Zentralbewusstsein gekoppelt. Eventuell gibt es damit ein Problem. Lässt es sich vielleicht irgendwie steuern? Nicht direkt. Man kann lediglich versuchen, ihm mithilfe eines Schwarmkörpers Impulse zu senden. Dann müssen wir Meteoren erst recht finden. Das können wir weder das Zentralbewusstsein beeinflussen, noch finden wir heraus, was ihrer Schwester widerfahren ist. Worauf warten wir dann noch? Ihr nach. Ich muss dieses Ding wieder unsichtbar machen. Das ist echt furchtbar. So. Aber das wird es wieder. Was haben die anderen da draußen bloß erfahren? Ist es so schlimm, dass Meteoren uns nichts davon erzählen mag? Und müssten wir es dann nicht erst recht erfahren? Ja, yeah, das ist der springende Punkt. Wenn ich also Angst aufgrund dessen, was wir da gerade alles herausgefunden haben. Ich habe noch ein bisschen über unser Problem sinniert und bin womöglich auf etwas gestoßen, das uns weiterhelfen könnte. Meteoren hat ihre Ätherdichte an die Umgebung angepasst und deshalb sehen wir sie nicht richtig. In diesem Fall sollte sich die Tarnung aufheben lassen, wenn wir ihre Ätherdichte erhöhen. So wie Emmett Silch es bei unserem ersten Treffen mit dir gemacht hat. So einfach, wie du dir das vorstellst, ist das nicht. Bei Daria wusste ich immerhin, in welche Richtung ich ziehen muss. Du machst einfach so einen Ganzkörper. Also einfach so komplett durch die Gegend durch. Einfach komplett sondieren. Deshalb werdet ihr diese Aufgabe auch gemeinsam erledigen. Ja, danke. Daria spürt mit dir uns ungefähren Standort auf und du vollführst dort einen Äthertrick. Ein ausgezeichneter Vorschlag, da können wir sie in die Enge treiben. Wir haben nämlich Glück, sie läuft direkt auf die Lädt? Wie auch immer. Gut, dann machen wir es so. Jetzt versucht Meteoren und hebt die Tarnung auf. Der Rest von uns geht in Stellung und greift ein, sobald sie wieder sichtbar ist. Damit ich und ich werden die Position des der jeweils anderen Gruppe über den Äther im Auge behalten. Los geht's. Kriegt sie aber so vielleicht nicht noch mehr Angst? Also die andere. Also ich weiß, es muss ja irgendwas gemacht werden, aber kriegt sie natürlich nicht noch mehr Angst? Schön, dass ich auch immer gefragt werde. Dann mach dich mal in die Arbeit und such das entflogene Vögelchen. Ich halte mich für den Zauber bereit und muss mich konzentrieren. Wenn es unterwegs also Ärger mit der verrückten Fauna hier gibt, wirst du dich darum kümmern müssen. Sah das jemals anders aus? Wann hat mir ein NPC mal so wirklich geholfen? Also so wirklich, wirklich. Wir kriegen auf jeden Fall heute die 88. Bin dann nur noch 2 Level. Nope. Ich Begleitung abbrechen. Bitte aber Zielort. Ich habe jetzt schon Hunger. Ich habe erst ein paar. Der ist in 2 Stunden mindestens essen. Frühestens. Okay. Okay, es muss also hier irgendwo sein. Das Wasser ist aber so schön blau, ich will da rein. Da ist auch noch was.